Herzlich willkommen. Was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Heute ist mal das Thema Ehrlichkeit, und zwar Ehrlichkeit auch für Anwälte und Politiker. Und es geht also nicht um Wahrheit, sondern es geht um das Thema Ehrlichkeit. Und der Vorschlag ist, sei ehrlich zu anderen und zu dir selber. Das heißt, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder wenn dir was gefällt, dann sag es auch und hoffe nicht, dass der andere das selbst bemerkt und selber drauf kommt und das doch eigentlich feststellen und bemerken müsste. Dazu gehört natürlich auch, dass wenn du selber merkst, dass du Mist gebaut hast, dass du dich dafür auch mal entschuldigst und das zugibst. Und dass du auch selber ab und zu mal sagst, okay, ich nehme auch einen guten Rat an. Zwar kommt Ratschlag unter anderem auch von Schlag, wie jeder weiß, aber trotzdem, manchmal sind Ratschläge auch gut gemeint und einen Rat ab und zu mal anzunehmen, ist auch hilfreich im Zusammenhang mit Ehrlichkeit. Und was auch schwierig ist, manchmal in Diskussionen ist es schwer, bestimmte Positionen zu ändern, nachzugeben und auf die ehrliche Meinung von anderen dann angemessen zu reagieren. Deswegen ist es häufig auch hilfreich, im Nachhinein einfach nochmal über das Gespräch, über die Themen, über die Argumente nachzudenken und dann eventuell zu sagen, okay, ich nehme was an oder ich gebe ein Feedback, dass ich mir Dinge nochmal überlegt habe und gebe dann ehrlich zu, auch wenn ich selber sage, jetzt meine Position war an bestimmten Punkten falsch oder war auch komplett falsch. Also vielleicht machen einige bei dieser Aufgabe, bei dieser guten Tat mit. Ansonsten wünsche ich noch eine schöne Restzeit bis Weihnachten.